Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute die Nokia 8010 an, aber wir gucken uns nicht nur die Nokia 8010 an, sondern wir wollen allgemein mal über das Thema Android TV, Google TV sprechen, weil ich viele Kommentare lese und die auch mit dem Video so ein bisschen beantworten möchte und es nicht im Einzelnen um die Nokia 8010 geht, sondern mal generell um das Thema. Und wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt habt, werdet ihr gemerkt haben, irgendwann sind die Unterschiede nur noch signifikant, also sehr gering. Und es klassifiziert sich natürlich immer, was für eine Box brauche ich und worauf kommt es wirklich an. Bevor wir aber im Allgemeinen sprechen, reden wir erstmal kurz über die Nokia 8010. Ist eine Android TV 11 Box, keine Google TV Box. Den Unterschied werdet ihr in anderen Videos schon gemerkt haben. Zum Beispiel die Strong Leap S3 ist eine Google TV Box, das ist eine Android TV Box. Wichtig ist immer, was brauche ich für Anschlüsse? Und wenn ich immer in den Kommentaren lese, holt ihr euch einen Mi TV Stick? Klar, holt euch einen Mi TV Stick. Aber ein Stick hat natürlich keine Konnektivität. Zum Beispiel bei The Classic haben wir ja schon mal den HD5 uns angeguckt. Ziemlich cooler Dongle. Hat jetzt nicht die klassische Form eines Sticks, aber hat halt auch Konnektivität in Form vom USB-Port. Beim Stick ist halt immer das Problem, dass natürlich die Performance nicht vergleichbar ist wie bei einer Box. Eine Box ist vom Arbeitsspeicher, vom Prozessor meist immer im Vorteil gegenüber eines solchen Sticks. Ist auch irgendwo verständlich, wo soll die Technik rein, wenn man nur so einen kleinen Stick hat. Es gibt aber auch verschiedene Nutzungsszenarien. Wenn ich natürlich wirklich sage, ich will nur meine Streaming-Anbieter, meine Abos bedienen, dann holt euch einen Stick, guckt, dass ihr entweder Full HD habt oder 4K, je nachdem, was ihr für ein Fernsehen habt, was ihr für eine Auflösung fahren wollt, und dann ist gut. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche zum Beispiel Konnektivität, wie zum Beispiel bei der Nokia 8010, da habe ich einmal einen USB 2.0 Port, einen USB 3.0 Port. Zusätzlich kann ich zum Beispiel sagen, ich packe einen USB-Stick ran, ich packe eine externe Festplatte ran und kann Filmmaterial, Bilder oder was auch immer abspielen und die Box damit versorgen. Viele schreiben dann immer, kann die Box MKV abspielen? Na klar, MKV ist ein Format, was wirklich gängig ist, was mittlerweile fast jedes Gerät abspielen kann. Wichtig ist, out of the box habt ihr meist keinen Player. Ich benutze zum Beispiel Jellyfin. Jellyfin ist sehr ähnlich wie Kodi. Habe auf meinem NAS quasi den Client drauf, also das System, die App, und kann dann mit der Jellyfin App oder Kodi App, je nachdem was ihr nutzt, auf dem Gerät meine Filme kategorisieren, kann die nach Genre sortieren, kann suchen, kann mir Cover anzeigen lassen, etc. pp. Also die wirklich eine Filmmediathek haben und sich ihr eigenes Netflix zum Beispiel aufbauen wollen, die sollten auf jeden Fall auf eine Box zugreifen, weil die Boxen auch meist mit mehr RAM, Arbeitsspeicher, kommen als so ein Stick. Die hier zum Beispiel, die Nokia 8010, hat 4 GB RAM, was schon mal ein guter Mittelwert ist. Ich sag mal, alles, was so 1 GB, 2 GB RAM hat, mag okay sein. Aber wenn wir zum Beispiel zum Thema Cloud Gaming kommen, habt ihr meist schon die Voraussetzung minimal 1,5 GB. Und mit minimal würde ich erst gar nicht anfangen, sondern immer, dass ich Puffer nach oben habe, weil ich hole mir ja so einen Stick und so eine Box nicht fürs nächste halbe Jahr, sondern im besten Fall soll die ja vielleicht 1-2 Jahre stehen und mir Spaß machen. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben LAN-Port, hier haben wir einen 1 Gigabit LAN-Port. Wichtig ist immer, von der Geschwindigkeit her des LAN-Ports, nicht nur fürs Internet. Wichtig ist natürlich auch, dass die dementsprechende Geschwindigkeit ankommen muss, sonst hilft euch der 1 Gigabit Ethernet-Port auch nichts, aber auch fürs Netzwerk, wenn ihr im Netzwerk streamt. Auch schon mal ein großer Pluspunkt. Ansonsten HDMI, AV-Out, ein optischer und ein USB-C. Und USB-C ist immer gut für die immer fragen, wie sieht es denn aus mit so einem Dongle, wenn ich zum Beispiel DVB-S2, also Satellitenfernsehen, über eine Android-TV-Box empfangen will, oder DVB-T2 oder DVB-C, also sprich Kabelanschluss aus der Dose, Satellit oder halt über eine Antenne DVB-T2, geht mittlerweile auch. Voraussetzung ist aber immer, wenn ich so einen Dongle benutzen will, dass ich USB-C habe. Ich habe es schon mal probiert mit USB auf USB-C, funktioniert nicht. Die Box muss und sollte USB-C haben. Hat sie USB-C? Hat es auch immer geklappt, dass ich einen Dongle, den es auch mittlerweile für die Nokia-Box spezifisch gibt, die aber auch auf anderen Boxen funktionieren würde, genauso bei der FTE Maximalbox, die ich mir auch schon mal angeguckt habe. Wenn ich den Dongle nehme, geht der natürlich auch bei der Nokia 8010. Voraussetzung ist immer der USB-C-Port. Hier könnte natürlich auch eine Festplatte ran oder was auch immer. Das sind soweit die Ports, reicht ja auch. Die Box kommt out of the box mit Android TV 11. Gibt es auch noch kein Update, ist auch immer nicht wichtig. Wichtig ist, dass eine Box, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt haben, Google zertifiziert ist. Warum zertifiziert? Eine Zertifizierung sagt nichts anderes wie,
dass der Hersteller Lizenzen kauft, zum Beispiel für Netflix, Amazon Prime und so weiter, dass er die Apps benutzen kann und ihr durch den HDCP-Kopierschutz auch alles vollumfänglich gucken könnt und darauf zugreifen könnt. Zertifizierung ist auch wichtig für den Google Play Store. Wenn ihr keine Android-TV-zertifizierte Box habt, habt ihr meist ein altes Android-System, habt alte Sicherheitspatches und habt nicht die Möglichkeit, ganz normal Netflix, Amazon Prime und wie sie alle heißen, rauf zu installieren, sondern über Umwege eine mobile Version. Eine mobile Version bringt euch rein gar nichts, weil es handelt sich hier um eine installierte App, die normalerweise auf dem Handy zum Einsatz kommt. Und dann brauche ich wieder Hilfsmittel wie eine Maus, eine Tastatur und kann dann nicht ganz normal mit der Fernbedienung im Menü swipen, kann meist auch gar nicht in 4K gucken. Alles nicht das, was ich brauche. Meist findet sich sowas aber vor auf TV-Boxen, die nicht zertifiziert sind und sich auf IPTV zum Beispiel spezialisieren, eine andere Oberfläche haben oder wirklich andere Nutzungsverhalten ansprechen wollen und auch Nutzer. Bei einer zertifizierten Box merkt euch, ihr kriegt die neuesten Updates für das System von Google direkt, ihr kriegt die neuesten Sicherheitspatches sofern verfügbar und ihr könnt alle Apps installieren und runterladen, außer zum Beispiel, da kommt oft die Frage, Sky Ticket App liegt nicht an der Box, liegt auch nicht am Hersteller. Das Problem ist immer, oder kein Problem, wenn der Anbieter, wie in dem Fall jetzt Sky, /Wow, die App nicht für Android TV zur Verfügung stellt, dann ist es halt so. Dann könnt ihr das nicht ändern, dann könnt ihr euch natürlich anfangen rumzufriemeln, irgendwelche APKs runterladen, aber werdet merken, so richtig funktionieren tut es nicht. Und Thema APKs installieren geht bei jeder Box. Letztendlich müsst ihr bloß sagen, unsichere Quellen oder wie auch immer, dass ihr das erlaubt, aber ansonsten könnt ihr jede Box, ob zertifiziert ist oder nicht, auf euren USB-Stick zum Beispiel oder die Festplatte eurer APKs packen und sofern es kompatibel ist mit dem Chipsatz, ARM zum Beispiel, mit dem System, könnt ihr es auch installieren und auch nutzen. Es gibt ja auch Hersteller oder Apps, die sind halt nun mal nicht im Play Store, dann könnt ihr sie runterladen, auf den Stick packen und installieren und nutzen, wenn sie für euer Gerät kompatibel sind. Findet man meist die Informationen bei dem entsprechenden Hersteller. Und dann könnt ihr das Ganze installieren. Damit sollte auch schon mal die Frage beantwortet sein, weil sie oft kommt. Sky Ticket App haben wir auch. Und ansonsten natürlich alle anderen Apps könnt ihr ganz normal installieren und habt ihr im Play Store drin. Gucken wir uns mal die Fernbedienung an. Und die finde ich ziemlich gut, weil die geht einen Mittelweg. Meist habt ihr ja nur eine schlanke Fernbedienung und hier habt ihr sogar ein Nummernfeld. Ist aber auch meist, wenn man damit mehr machen kann als nur seine ganz normalen Apps installieren und eine reine Streamingbox ist. Nämlich, wenn ich Satellitenfernsehen oder Kabelfernsehen oder Antennenfernsehen, nennen wir es mal, gucken kann, dann habt ihr meist ein Nummernfeld, um zum Beispiel zwischen den Kanälen hin und her zu swipen. Ansonsten ganz normal Schnellwahltasten, Netflix, Disney+, Google Play, YouTube, Prime Video. Habt ihr auch nochmal dieses Fernsehensymbol, nenne ich es jetzt mal. Das gucken wir uns später nochmal an, wenn ich in die App reingehe, wo ich dann natürlich mein Satellitenfernsehen und so weiter einrichte, um eine Schnellwahl zu haben. Ansonsten Zahnrädchen für die Einstellung. Und diese vier farblichen Tasten kennen viele, die vielleicht schon mal Linux-Receiver hatten oder mit einer IPTV-Box zu tun hatten. Dort sind meistens Funktionen hinterlegt, um schnell dorthin zu kommen. Ziemlich coole Fernbedienung, liegt gut in der Hand, hat viele Tasten, ist trotzdem schlank, finde ich ziemlich cool und ist auch beleuchtet. Habe ich jetzt so noch nicht getestet, aber ich bin mir sicher, dass ich es gesehen habe. Ich packe auf jeden Fall alle Infos, die mal wichtig sind und gerade auch die Links zu den Artikeln, die ich habe oder Boxen, wie auch immer, rein in die Videobeschreibung. Also guckt bitte erstmal in die Videobeschreibung, was nicht heißen soll, stellt keine Frage oder schreibt nichts in die Kommentare. Aber meist lese ich Kommentare, die sich vielleicht beantworten lassen, wenn man in die Videobeschreibung guckt. Was mir auch noch ganz wichtig ist, viele sagen immer, teste doch dies oder jenes oder mach doch dies und das. Wenn ich nicht gerade eine Box vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekomme, gerade Strong war einer der ersten, da auch nochmal ein fettes Dankeschön, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber trotzdem möchte ich es nochmal sagen, die mir Boxen zur Verfügung stellen, wo ich auch gerne mal Boxen dann verlose, um irgendwo was zurückzugeben. Aber ansonsten kaufe ich die in Eigenregie, um vielleicht, weil ich selber das Interesse habe, aber auch die für euch zu testen. Und auch gerade das Thema VPN und so, ich kann mir nicht bei jedem VPN-Anbieter irgendwie ein Abo holen, um das Ganze zu testen, versuche euch aber zu helfen. Und was mir hilft, ist auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern euch der Kanal auch interessiert, euch der Inhalt gefällt, aber damit supportet ihr mich auch schon. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und lasst doch gerne einen Kommentar da. Und ansonsten gibt es auch die Super Thanks-Funktion. Hier könnt ihr quasi mir
einfach was zukommen lassen, geht glaube ich schon ab 1 Euro oder so, als kleines Dankeschön, als kleines Trinkgeld. Muss man nicht, kann man aber, guckt euch das mal an. Wir gucken uns jetzt mal die Box on Detail denn mal an. Wie gesagt, ihr werdet feststellen, dass ein großer Unterschied ist, irgendwann nicht, guckt wirklich, worauf kommt es an für euch. Also es gibt auch keine Box, wo ich jetzt sagen würde, das ist das Nonplusultra, kauft diese Box, dann wäre ich wirklich nicht unabhängig, weil letztendlich möchte ich euch einen Eindruck vermitteln von dem, was ich vorstelle. Natürlich die Vorteile rauspicken, aber auch mal die Nachteile benennen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist zum Beispiel, dass so eine Humatics eine ziemlich coole Box ist, rein von der Hardware. Die hatten wir auch schon auf dem Kanal und gerade was Strong angeht, wirklich eine gute, solide Basis immer hat, wo alles funktioniert. Ich habe auch schon mal einen Kommentar gelesen, finde ich vollkommen daneben, hat auf dem Kanal nichts zu suchen, artikuliert euch bitte vernünftig. Aber so Wörter wie, das ist, ne, brauchen wir nicht. Wenn ihr schlechte Erfahrungen habt oder wenn ihr ein Problem habt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann ich helfen, jemand anders. Kontaktiert den Support vom Hersteller. Aber letztendlich liegt es nicht an der Box, sondern meist an der Einstellung oder irgendwas ist nicht kompatibel. Aber dann tut mir doch einen Gefallen und artikuliert euch vernünftig in den Kommentaren. Weil wir wollen hier ein vernünftiges Miteinander und vor allen Dingen möchte ich auch eine Plattform schaffen, wo wir uns helfen gegenseitig oder Informationen austauschen und nicht irgendwie uns auslassen und irgendwie unseren Frust rauslassen, den wir vielleicht gerade haben im Alltag. Wie gesagt, Strong, guckt euch gerne die Videos an, wenn ihr da Interesse habt. Richtig gute Boxen, zuletzt jetzt die Strong Leap S3, eine richtig gute Google TV Box, aber Strong hat zum Beispiel auch einen TV-Stick, aber da, wie gesagt, einen TV-Stick würde ich immer nehmen, wenn ich wirklich rein die Anbieter bloß bedienen möchte, meine Streaming-Anbieter, wo ich ein Abo habe, oder auch DVB-T2 Box, wo quasi der Anschluss schon in der Box ist, wo ihr einfach nur noch eine Antenne braucht und loslegen könnt und kein Dongle oder so braucht und schon geht's los. Was wir uns ja auch schon mal angeguckt haben, ist von The Classic, die waren ja auch so nett und hatten mir diese Boxen zur Verfügung gestellt. Sind richtig gute Boxen, wenn ich zum Beispiel auch das Thema nach wie vor im eigenen Netzwerk Streaming von meinem NAS zum Beispiel, meine ganzen Filme und so weiter streamen möchte, sind sehr performant, sind sehr gut ausgestattet von den Eigenschaften her und zielen auch, oder was heißt zielen ab, aber haben die Möglichkeit wirklich komfortabel IPTV zu nutzen, wenn ihr es nutzt. Wenn ihr Fragen habt, packt es in die Kommentare. Ansonsten gucken wir uns jetzt das Menü mal an, die Box. Sollte ich irgendwas vergessen haben, packe es in die Videobeschreibung oder beantworte es gerne in den Kommentaren und jetzt rein in die Box und los geht's. Und bevor ich es vergesse, wichtig ist mir noch, gerade Dolby Vision oder Dolby Atmos unterstützt zum Beispiel Nokia 8010 auch. Da habe ich auf jeden Fall nächstes Jahr ein bisschen mehr vor, das Ganze auch besser zu testen. Dafür brauche ich natürlich die Hardware, um euch da mehr zeigen, vorstellen oder testen zu können auf Kompatibilität. Habe ich aber auf dem Schirm definitiv und ihr werdet auch schon gemerkt haben, dass das Thema PC auch so ein bisschen stark fokussiert wird von mir in den Shorts. Also ihr habt da immer die Möglichkeit, in meinen Playlisten nach Technik, Tutorial zu schauen, aber es gibt auch die Shorts, die Kurzvideos, die für mich immer schön sind, euch kurze Inhalte zu liefern oder mal kurz irgendwas mitzuteilen. Guckt da auch gerne mal rein. Aber was ich nicht vergessen werde, ist auf das, jedenfalls das Thema, aber ich sag mal, wenn jetzt nicht nochmal so ein Knaller kommt oder irgendwas, wo man sagt, ey, die Box ist es wirklich wert, sich anzuschauen, da hat sich viel getan oder da ist was Neues hinzugekommen, glaube ich, macht es keinen Sinn, wirklich jede einzelne Box durchzukauen und ihr werdet es ja merken, wenn ihr euch die Videos so anguckt, man muss wirklich gucken, was braucht man und wo ist der Riesenunterschied und was bringt mich wirklich weiter. Das war mir auch gerade wichtig, das kommt hier noch mit rein. Und ansonsten können wir jetzt rein in die Box und ins Menü. Wir befinden uns nun in der Nokia 8010 Android TV Box. Als allererstes, ich kann es euch nur empfehlen, wer es mag, der lässt es einfach. Aber ihr seht ja hier die ganzen Vorschaubildchen von Netflix zum Beispiel, YouTube Music, Prime Video etc. pp. Finde ich immer ein bisschen überladen. Ihr könnt, wenn ihr ganz runter geht, den Startbildschirm personalisieren und könnt dann sagen, Netflix weg, Prime Video weg, Sunplayer, YouTube wollen wir auch nicht empfohlen, Trends wollen wir auch nicht, YouTube Music möchten wir auch nicht, Werbekanäle wollen wir auch nicht, Apps im Spotlight und jetzt passiert nämlich Folgendes, diese ganzen Übersichten sind weg, es ist nicht mehr überladen und wenn ihr irgendwas haben wollt, dann macht es doch rein, aber ansonsten frisst das nur Ressourcen, ist meiner Meinung nach unnötig, aber wer es mag, der macht es sich rein auf seine Startseite und wer nicht, der lässt es einfach sein. Ansonsten seht ihr hier schon Netflix, Prime Video, YouTube und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich hier Favoriten hinzufügen, das sind denn die Schnellwahl oder Verknüpfung zu der App, die ihr sonst über Apps oben
zum Beispiel auch aussuchen könntet, wenn ihr sie installiert habt, oder könnt natürlich auch im Play Store nach Apps suchen oder die nachinstallieren. Und die seht ihr schon, hier ist alles mit bei. Und nein, Sky ist nicht dabei, aber das liegt nicht an den Herstellern oder etwa an Google, sondern meines Wissensstand an Sky direkt. Wenn Sky keine App für Android TV macht, dann wird es da auch keine geben. Es gibt immer nur die Wow-App, um auf die Streaming-Dienste zuzugreifen, wenn ihr dort ein Abo habt. Ansonsten ist auch Sky hier nicht verfügbar, um das schon mal vorne wegzunehmen und leider den einen oder anderen zu enttäuschen. Ist immer ein K.O.-Kriterium, gerade für den, der es nutzen will, ist hier leider nicht möglich. Wenn ihr denn eure Apps hier installiert habt, wie gesagt, ihr holt sie euch einfach aus dem Google Play Store, installiert die und könnt sie dann nutzen. Und da kommen wir gleich mal zu einer App und einer Frage, ob denn MKVs abgespielt werden und so weiter und so fort. Alles gängige wie MPEG-Dateien, MKVs natürlich, könnt ihr mit so einer Android-TV-Box abspielen. Ihr braucht aber natürlich eine dementsprechende App. Wer jetzt zu Hause zum Beispiel ein NAS hat oder eine externe Festplatte an der Fritzbox oder auch noch eine externe Festplatte an der Android-TV-Box, der nimmt zum Beispiel Kodi. Oder was ich zum Beispiel nutze, ist Jellyfin, ist fast identisch mit Kodi, ich finde es nur ein bisschen besser, habe das Ganze auf meinem NAS laufen und greife dann über die App drauf zu und habe dann all mein Filmmaterial kategorisiert, kann suchen die Bibliothek, kann es alphabetisch anordnen, kann mein Cover dazu machen und so weiter und so fort. Ihr braucht aber immer eine dementsprechende App, wenn ihr die Box mit irgendwelchem Material füttern wollt oder ihr nehmt einfach nur einen VLC-Player, wenn ihr einfach nur geradeaus, sage ich mal jetzt, eine Festplatte ansteuern wollt oder euer NAS im Netzwerk und auf die Dateien zugreifen wollt und sie dementsprechend abspielen wollt. Wollt ihr es ein bisschen schicker haben, habt ihr ein bisschen mehr, nehmt Kodi, nehmt Jellyfin. Wenn wir rein auf Streaming gucken, dann gibt es natürlich auch Waipu TV und so weiter und so fort. Wer dort ein Abo hat, kann das Ganze auch übers Internet machen. Ich bin immer so ein Freund davon, ja, ist irgendwie so ein bisschen eine aussterbende Rasse vielleicht, Satellit oder DVB-C oder DVB-T2, aber nichts ist so wie beständig, wie so ein Signal. Internet kann mal ausfallen, ihr habt Störungen oder sonst was auch immer, es fällt das Internet komplett aus, dann könnt ihr auch nichts streamen, dann bleibt der Fernseher dunkel und damit auch euer Material, was ihr abspielen wollt. Die Box läuft mit Android TV 11. Es ist jetzt kein Vorteil, wenn ich jetzt 12 habe oder 10. Ich sag mal, die Einstellung, die ihr braucht oder das, was ihr mit der Box machen könnt, könnt ihr auch mit 10, 11 oder 12 oder wie auch immer. Es kommen natürlich Verbesserungen hinzu oder die ein oder andere Einstellmöglichkeit, die ihr vielleicht in der Vorgängerversion nicht habt. Aber ansonsten ist alles, was ihr braucht, vorhanden und könnt ihr auch hier wie auch auf der Box dann nutzen und dementsprechend einstellen. Hier haben wir Bildschirmposition. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit der Fernbedienung euer TV-Gerät zum Beispiel die Lautstärke zu regulieren oder auszumachen, dass ihr die Fernbedienung nicht mehr braucht, ist auch möglich. Und bei weiterer Toneinstellung für den, der hier noch was einstellen will, kann es auch machen. Hier haben wir dann den Speicher. Wie gesagt, 32 GB internen Speicher hat die Box. Das Betriebssystem nimmt sich natürlich auch immer ein bisschen Platz. Darum steht jetzt hier keine 32 GB, sondern 28 GB. Könnt euch das auch nochmal angucken, wie der Speicher verbraucht wird. Und dann werden wir gleich mal einen USB-Stick zum Beispiel reinstecken in die Box und genau das zeigen, was ich euch zeigen wollte, wie ihr den Stick einrichtet, um ihn dann zum Beispiel dafür zu nutzen, um Apps drauf zu installieren oder halt Medien, die ihr so habt. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Speicherstick reingesteckt. Gehe jetzt hier auf Speicher. Jetzt seht ihr hier 4 GB. Es geht jetzt nicht darum, euch zu zeigen, wie groß der größte Stick ist, den ich habe, sondern einfach nur, wie das Ganze vonstatten geht. Jetzt sehen wir hier Wechselmedien. Jetzt kann ich das Ganze auswerfen, wie ihr es von Windows auch kennt, oder als Gerätespeicher löschen und formatieren. Und genau hier wäre jetzt alles futsch, was hier drauf ist. Wenn jetzt hier irgendwas Wichtiges drauf ist, dann ist es weg. Wir haben es formatiert. Nimmt also, wie gesagt, einen Stick, der frei ist ohne Festplatte, oder sichert vorher das, was drauf ist, und macht es runter. Wenn er denn damit fertig ist, habt ihr denn die Möglichkeit, Apps auszulagern, sprich den internen Speicher ein bisschen zu entlasten. Geht nicht bei allen Apps, aber bei vielen Apps funktioniert das Ganze. Und ich sag mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Apps ihr so nutzt und welche euch wichtig sind. Aber man ballert das Ding ja auch nicht voll bis zur Unendlichkeit. Gerade wenn man das ein oder andere Spiel hat, ein oder anderen Streaming-Anbieter, den Jellyfin oder Kodi, dann ist auch irgendwann Schluss und dann reicht es auch. Und 32 GB intern, wie in dem Fall, sind ja auch erstmal ausreichend. Es geht ja wirklich darum,
vielleicht bei einer anderen Box oder wenn ihr halt mehr braucht, das Ganze ein bisschen fein zu tunen und dann auf den Stick auszulagern. Wenn der Stick oder die Festplatte dann fertig formatiert ist, dann habt ihr die Möglichkeit und er fragt euch gleich, was zu verschieben. Jetzt sagt er verschiebt alles auf den Speicherstick, was er kann. Er migriert ihn, so, dann ist er fertig. Kommen wir nun zur Live-Channels-App. Die Live-Channels-App ist dann die Möglichkeit, mit dem dementsprechenden Dongle Free-to-Air-Sender zu empfangen, frei empfangbare Programme über Satellit, Kabel oder halt DVB-T2. Hier sagen wir mal zulassen. Die App wurde auch eingestellt, sofern die Meldung denn kommt. Auch die Rezensionen sind nicht die besten im Play Store, verstehe ich nicht. Ich habe schon oft mit der App und viel gearbeitet, gibt auch Alternative, funktioniert alles. Das entscheidet dann jeder selber für sich, was er denn nutzen will. Ihr seht das ja auch nochmal, du kannst die Inhalte aus deinen Apps genau einfach wie Sendung im Fernsehen ansehen. Kannst ganz normal die Inhalte suchen, einfache Inhaltssuche, Apps herunterladen, die auch Live-TV anbieten. Und wir können natürlich Kanallisten personalisieren. Jetzt sagt er hier, der DTV-Kit 2, das ist denn der DVB-S2-Dongle. Und hier stelle ich ganz normal, wie beim Satellitenreceiver zum Beispiel ein, was für ein Land, Audiosprache und so weiter. Gehen auf Next, sagt dann Antennenleistung ein, aus, Free-to-Air, kann auch alle sagen, bringt mir aber nichts, weil er nichts entschlüsselt. Und kann dann hier auch nochmal Service Art sagen, TV, Radio oder alle, scannen dann los. Und dann geht das Ganze los. Ich werde da nochmal auf jeden Fall zu gegebener Zeit ein Video machen bei anderen Boxen, wo die Möglichkeit besteht. Habe ich es ja schon mal kurz angeschnitten und getestet. Guckt euch das gerne an, wenn ihr euch ein Bild davon machen wollt, wie das Ganze funktioniert, wie die Oberfläche ist, was ihr für Möglichkeiten habt. Hier ist es aber möglich. Ich habe jetzt einen Dongle, der nicht für die Nokia 8010 ist. Es gibt auch, wie ich gesehen habe, extra einen Dongle für die Nokia 8010 Box oder ihr nehmt halt einen anderen, Hauptsache USB-C und dann funktioniert das Ganze. Ihr könnt, wie gesagt, auch eine andere App nutzen. Ich nutze immer die von Google. Bin gerade dabei, das Video zu schneiden und merke, wie lang das Video eigentlich wird und würde euch auch nicht überfordern oder das Video zu lang machen. Ich wollte jetzt eigentlich das Thema Cloud Gaming noch ein bisschen behandeln. Wenn man sich dabei umschaut und gerade beim Thema Android TV ist GeForce Now schon die App oder das Maß der Dinge, wenn man es von der Kompatibilität her ansieht, das, was man nutzen kann. Problem ist bloß, ihr könnt euch registrieren, könnt auch kostenlos den Dienst nutzen, kommt dann aber immer eine Warteschlange, könnt auch Spiele verknüpfen. Ich habe zum Beispiel Cyberpunk mal käuflich erworben, 2077, habe dann aber eine Warteschlange mit 366 Leuten vor mir und habe dann auch nicht die Grafik, Performance und so weiter und so fort, als wenn ich ein Bezahlabo habe. Werde ich aber definitiv nochmal testen, weil es mich auch interessiert. Ich habe es mal in einem Video ganz kurz angetestet, war da relativ schnell durch mit der Warteschlange. Aber ich würde das Thema gerne mal für euch auch länger beleuchten. Werde mir da nochmal was einfallen lassen und werde darauf nochmal zurückkommen. Was wir uns jetzt aber nochmal angucken werden, und da stößt man auch wieder so an seine Grenzen, scheinbar von der Einfachheit. Wenn ihr 5 Sekunden lang auf diesen Knopf hier drückt, wir machen das jetzt mal, dann. Genau. Na, jetzt machen wir mal Folgendes. Wartet mal ab. Machen wir mal nochmal. Ah, genau. Dann ist die Fernbedienung. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen sehen. Aber jetzt ist sie beleuchtet. Ja, also ihr müsst 5 Sekunden länger draufbleiben, um quasi, sobald ich jetzt draufdrücke, leuchtet es auch wieder. Jetzt ist es natürlich schwer zu erkennen für euch. Denn dann ist auch die Beleuchtung der Fernbedienung gegeben. Machen wir ja Licht an hier. Und dann funktioniert das Ganze auch, sprich, die geht nicht automatisch in den Modus, sondern 5 Sekunden länger auf diese Taste hier drücken. Ihr habt auch noch eine Favoritenfunktion, und zwar, wenn ihr auf das Sternchen geht, hier unten bei der Fernbedienung, könnt ihr die eine Taste mit dementsprechend, ich schiebe mich mal zur Seite, mit einer App oder was auch immer belegen und könnt dann sagen, wenn ihr denn auf die Sternchen-Taste drückt, kommt die und die App. Finde ich auch sehr gut, wenn das immer mitgegeben ist mit der Fernbedienung. Und was das Thema APKs angeht, wenn ihr euch einen Dateimanager runterladet, die gibt es auch kostenlos im Play Store, ich nehme immer den File Commander, habt ihr denn die Möglichkeit, wenn ihr auf einem USB-Stick oder auf eine externe Festplatte was macht, auch die APK zu installieren. Guckt, dass es wie gesagt kompatibel ist. Wenn nicht, müsst ihr halt wirklich ein bisschen rumexperimentieren. Meist geben die Hersteller aber auch an, für welche Plattform das ist, was die Voraussetzung ist und ob es überhaupt funktioniert. Aber es geht halt mit jeder Box. Das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, dass Sonntag das Video online geht. Ansonsten guten Start in die Woche. Wer auch immer das Video später sieht. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.